Hi, ich bin Ilka und ich möchte euch heute ein bisschen was über Panels erzählen. Ja, Stoffpaneele, also eine Panels, wie man das so schön sagt, das sind fertig gewebte Stücke, die in unterschiedlichen Breiten im Handel zu finden sind. Mal sind sie 80 cm hoch, mal 60 cm. Die Breite ist meistens die typische Jersey-Länge von 1,50 m. Und es gibt die halt in verschiedensten Motiven. Wir haben jetzt momentan, weil Weihnachten bald ansteht, mal ein Weihnachtspanel beziehungsweise hier mit aufgesetzten, aufgewebten Glitter-Wendepailletten. So. Und jetzt ist ja immer so die Frage, was mache ich denn mit den Paneelen, wie schneide ich die zu? Das ist im Endeffekt gar nicht so schwierig und das möchte ich euch jetzt heute anhand von diesem Beispiel mal zeigen. Das heißt, ihr braucht logischerweise ein Schnittmuster und ein bisschen Kreativität. Und dann kommt es immer ein bisschen auf die Paneele drauf an. So, ich lege die jetzt mal offen hin, weil ich muss jetzt mein Schnittmuster entsprechend einmal platzieren. Also A muss ich mir natürlich überlegen, was möchte ich draus nähen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte das Light-Inken haben wir jetzt vorhin als Oberteil genäht. Und das Light-Inken gibt es eben auch als Gleitchen, also als längere Version. Und deswegen setze ich jetzt mein Schnittmuster, würde ich jetzt so aufzeichnen, dass jetzt hier das Ganze in der Mitte von meinem Vorderteil drauf ist. So. Das heißt, entweder mache ich das am geschicktesten eigentlich so, dass ich jetzt sage, ich halbiere das jetzt. Das liegt jetzt auf der Mitte, kann ich dann immer noch mal prüfen. Und stecke dann mein Schnittmuster auf. Oder ich zeichne es offen auf, dass ich praktisch den Stoff offen liegen habe und ich schneide dann mein Schnittmuster entsprechend, also zeichne es doppelt drauf. So, jetzt schneiden wir das jetzt einfach mal ganz beherzt zu, weil letztendlich ist da jetzt auch keine wirkliche Schwierigkeit dabei. Das Schnittmuster musst du immer ein bisschen justieren. Also sprich, ich kann natürlich jetzt hier kein ewig langes Kleid draus machen, weil mir die Länge nicht reicht. Dann kann ich vielleicht hier eine Ansatznaht machen, wenn ich ein Kleid haben wollen würde. Oder ich nehme mir einen Kombistoff dazu und schneide dann entsprechend was zu. So, das heißt, ich schneide jetzt hier das Ganze einmal rundherum aus. Und dann machen wir gleich mit dem Rückenteil weiter. Gut, jetzt habe ich eben die restliche Paneele hier. Jetzt kann ich mir überlegen, jetzt mache ich das Rückenteil aus dem Stoff. Und die Ärmel werde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz rausbekommen. Das heißt, ich würde mir jetzt einen passenden weißen Stoff holen und würde dann entsprechend die Ärmel dazu schneiden. Ja, weil das ist jetzt zu wenig Stoff, um noch die Ärmel rauszubekommen. Das heißt, ich würde den jetzt trotzdem platzsparend einlegen. Wer weiß, wofür man es mal verwenden kann. Hier habe ich ja kein anderes Teilchen mehr, was ich beachten müsste. Und dann stecke ich mir das Ganze jetzt hier auf, messe mir ab, wie viel ich das jetzt beim Vorderteil verlängert habe. Das Ganze würde ich dann eben analog beim Rückenteil machen. Und dann schneide ich auch erstmal das Rückenteil zu. So, ich habe jetzt hier meine zwei Teile rausgeschnitten. Jetzt kämpfe ich gerade ein bisschen mit dem Ärmel. Jetzt Kurzarm würde ich rausbekommen. Jetzt möchte ich natürlich irgendwie doch die Langarm-Variante haben. Jetzt lege ich einfach mal die zwei Reststücke aufeinander und nähe die beiden Teile hier zusammen, so dass die zwei Blümchen hier einigermaßen zusammenkommen. Hier ist ja der Druck. Kann ich mir vorher nochmal wegschneiden, dann kann ich es ein bisschen besser abschätzen. Bei dem anderen auch und dann nähe ich das Ganze an der Overlock zusammen und dann gucken wir mal, ob wir den Ärmel da nicht noch ein bisschen rausbasteln können. Ja, ich habe das jetzt hier mal ganz kreativ zusammengestückelt. Jetzt lege ich hier die Naht aufeinander und ich habe vorhin schon mal so grob geguckt. Das klappt gut. Hier unten bis dahin kann ich gehen. Beziehungsweise da habe ich sogar hier noch ein bisschen. Nee, das klappt hier ganz gut mit der linken Seite. Das heißt, jetzt kann ich mir meinen Ärmel hier noch zuschneiden. Also bei den Paneelen sollte man immer einen Kombistoff noch mit dabei haben, dass man irgendwie die Ärmel oder die Kapuze, irgendwas noch, Bündchen aus einem anderen Stoff eben zuschneiden kann. Und dann klappt es aber eigentlich ganz gut. Jetzt machen wir hier den Ärmel nochmal raus. Bündchen würde ich dann eben weiß machen.
Und ich habe hier oben dann irgendwo im Ärmel eine Naht. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Das darf ruhig mal auch eine Naht haben. Das könnte ich ja auch sogar noch mit einem Band absetzen. Also da kann man wirklich ein bisschen kreativ werden. Und es macht Spaß, mit solchen Paneelen da zu arbeiten. Das sind jetzt wirklich Reste. Halsausschnitt, das Ganze kriege ich noch aus dem anderen kleinen Stückchen raus, mein Schrägstreifen. Und damit habe ich dann sozusagen später, ich werde es reinschneiden ins Video, das fertige Kleid, habe ich ein wunderschönes Christmas-Kleid. Und ja, ich hoffe, meine Tochter wird sich da freuen und wird es auch anziehen. Und also keine Angst vor diesen Paneelstoffen, das macht echt Spaß, Kombistoff dazu. Und dann kann ich nur sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß an der Nähmaschine.